im Namen der Veranstalter des DSFI und der iranischen Gesellschaften bedanke ich mich erstmal bei allen Teilnehmern, allen Damen und Herren, die hier die Stimme erhoben haben, besonders die Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag, die Stimme des Widerstandes und des iranischen Volkes sind und helfen, die Situation im Iran zu verbessern und Freiheit und Demokratie zu erreichen. Zum Schluss nochmal einen Satz von Professor Lammert von heute Abend aufzugreifen. Er hat ganz richtig gesagt, die Menschenrechte der Umgang mit den Menschenrechten, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind keine innere Angelegenheit des Iran, sondern sie sind unsere Angelegenheit, sie sind die Angelegenheit der Welt. Und deswegen ergeben sich aus all dem, was wir heute gehört haben, natürlich auch Forderungen. Wir fordern von den Vereinten Nationen, von der Europäischen Union, von den Vereinigten Staaten Gemeinsamkeit im Umgang mit dem, was im Iran passiert. Seit einem Jahr hat sich die Lage dort nicht verbessert, sondern verschlechtert. Die soziale, die wirtschaftliche, die Lage der Menschenrechte, die Lage der Gesundheit angesichts der Pandemie und der unterlassenen Hilfe der Regierung für die Menschen, für die kranken Menschen, wissen wir, dass es legitim ist, gegen diese Zustände auf die Straße zu gehen. Und wir stehen an ihrer Seite. Was verlangen wir? Zuerst, die Gewalt muss beendet werden. Die Todesstrafe soll und darf nicht mehr vollstreckt werden. Die Gefangenen, die in den Gefängnissen unmöglichen Verhältnissen ausgesetzt sind, die auf ihre Urteile warten, in Schauprozessen ohne jede Gerechtigkeit, müssen sofort freigelassen werden. Wie können wir das erreichen? Wir brauchen internationale Kommission zur Überprüfung der Verhältnisse. Warum sind diese Menschen umgebracht worden? Was ist passiert und wer ist dafür verantwortlich? Wir brauchen den Internationalen Strafgerichtshof. Wir brauchen Ermittlungen. Wir brauchen Hilfe für das iranische Volk, damit diese Lage sich bessert und der Widerstand, der sich ja schon organisiert hat und der sich kombiniert mit den Menschen, die im Iran auf die Straße gehen, die sich nun gemeinschaftlich weiter organisieren. Die brauchen unsere Hilfe, damit endlich der Iran in die Gemeinschaft der freien und demokratischen Völker eintreten kann. Denn das wäre für den Frieden der Welt von ganz großer Bedeutung. Ich danke Ihnen für Ihr Mitwirken und für Ihre Aufmerksamkeit.